Ich gehe davon aus, dass alle mich wollen. Ja, hallo, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Und zwar, wir sind immer noch in Kapitel 2. Und wenn wir kurz hier einen Rückblick auf das, was wir in der letzten Vorlesung gemacht haben, machen, dann haben wir uns mit den Typen von Gelenken im menschlichen Körper, wir haben gesehen, dass unterschiedliche Gelenktypen in den unterschiedlichen Körperteilen vorhanden sind mit drei Bewegungsachsen, zwei Bewegungsachsen oder eine einzelne Bewegungsachse. Und dann sind wir durchmarschiert so ein bisschen zur Anatomie von den unterschiedlichen Körperteilen, die natürlich für diese Vorlesung wichtig sind. Wir wollen ja Exoskelette für die untere und die obere Extremität. Wir wollen Exoskelette für die Hand, beziehungsweise auch Prothesen für die Hand hier diskutieren bzw. behandeln in der Vorlesung. Und deshalb haben wir geschaut, ja, wie sieht die menschliche Hand aus, die Anatomie. Ein bisschen grob haben wir geguckt, was sind die Hauptmuskeln oder die Ideen, wie tatsächlich die unterschiedlichen Gelenken in der Hand bzw. im Schulterarmsystem aufgebaut sind oder angetrieben werden. Speziell haben wir gesehen, dass bei den meisten Gelenken, auch wenn man das nicht so denkt und ahnt, dass wir es nicht nur mit einer Rotation um eine feste Achse im Raum haben, sondern dass die Rotationszentren fast aller Gelenke, abgesehen eigentlich von den Gelenken, die im Schädel sind, aber das sind keine Rotationsgelenke, sondern, also wir haben ja Gelenke hier im Schädel, sondern es sind so ein bisschen translatorische Gelenke. Abgesehen davon haben wir gesehen, dass in jedem Gelenk wir sowohl eine Drehung also dass wir keine Drehung um ein festes Rotationszentrum haben, sondern dass dieses Rotationszentrum sich mit verschiebt. Und wir werden sehen, was die Konsequenzen dieser Verschiebung auf das Design von Exoskeletten haben wird. Was wollen wir heute machen? Wir wollen ein bisschen diese Anatomie zwar verlassen, aber wir wollen uns die Kräfte und Momente anschauen, die in den einzelnen Gelenken, speziell der unteren Extremität. Wir haben ein paar Beispiele gesehen, wie man Drehmoment im Ellenbogen das letzte Mal berechnen kann anhand von Winkelstellung und Gewicht, also Gewicht vom Hantel, was man zum Beispiel hoch und runter tragen muss, trägt. Heute wollen wir sehen, wie können wir systematisch Kräfte und Momente in den Gelenken berechnen. Wir wollen uns mit dem sogenannten Gait-Cycle beschäftigen. Also was ist das? Also das hat irgendwas mit Laufen zu tun und das ist irgendwie zyklisch. Da wollen wir sehen, was versteht man darunter. Und wir wollen so die Gelenke und Muskeln so ein bisschen verlassen und uns anschauen, naja, wie werden eigentlich diese Muskeln, wenn sie die Aktoren in dem Körper sind, also wenn sie die antreibenden Elemente sind, wie werden sie stimuliert oder getriggert, ja, von den Nerven, also kurz eine Einführung hier in dem sogenannten neuromuskuloskeletalen System. Und ganz am Ende eine kurze Übersicht über Modelle des menschlichen Körpers, ja, die man benötigt, um humanoide Roboter zu entwickeln, aber auch um Exoskelette zu entwickeln. Und wir fangen mit dem ersten Teil an. Das letzte Mal hatten wir das Beispiel, wo wir eine Hantel im Arm hoch und runter gehoben haben und haben wir anhand von dem Ansatzpunkt, wo der Muskel praktisch der Ansatzpunkt vom Muskel ist und von dem Winkel vom Ellenbogen konnten wir praktisch die notwendigen Kräfte in dem Muskel, also die vom Muskel aufgebracht werden müssen, aber auch das Drehmoment, was in dem Ellenbogengelenk auftritt, berechnen. Heute wollen wir schauen, wie kann man das allgemein machen? Gibt es hier irgendwie eine Methodik? Also wie können wir quantitative Werte für die Kräfte und Momente in den Gelenken berechnen? Und wir gehen hier auf einen Vorschlag bzw. eine Idee jetzt aus der Biomechanik. Natürlich ist die Idee jetzt nicht neu aus Sicht der Kinematik und Dynamik in der Robotik,
wo man eine kinematische Struktur zerlegt in unterschiedlichen Komponenten, also Euler-Newton-Methode, was wir in Robotik 1 kennengelernt haben, und wo man oder Lagrange-Formulierungen, wo man eine gesamte, die Lagrange-Funktion, was sich aus kinetischer und potenzieller Energie ergibt, aufstellt und dann die Bewegungsgleichungen mit, anhand von diesen Bewegungsgleichungen oder Dynamikgleichungen kann man die Momente in den Gelenken berechnen unter der Einwirkung von einer externen Kraft, zum Beispiel am Arm. Also wenn der Roboter hier ein Gewicht heben soll, was sind die Drehmomente in den Einzelgelenken? Das konnten wir mit Euler, mit der Lagrange-Methode oder mit der Euler-Newton-Methode in Robotik 1 berechnen. Und die Euler-Newton-Methode schneidet tatsächlich die Segmente, wie hier bei dem Wintermodell. Das ist vielleicht die Euler-Newton-Methode, aber für Biomechaniker. Also deshalb ist es auch ein bisschen angelehnt hier an dem Buch von Winter und weniger auf die mathematischen Beschreibungen, die wir aus der Literatur der Robotik oder Kinematik oder Mechanik kennen. Und das wollen wir exemplarisch jetzt für die untere Extremität machen. Das bedeutet, wenn bestimmte Kräfte am Fuß auftreten, ja, und wir wissen, diese Kräfte, die hängen vom Gewicht ab, die hängen von der Geschwindigkeit, mit der wir laufen, die hängen vielleicht vom Untergrund. Wenn diese Kräfte auftreten, was für Drehmomente in den einzelnen Gelenken treten dann auf? Die Vorgehensweise ist hier angedeutet nochmal anhand von dem, von der unteren Extremität. Das ist der Fuß und das ist hier das Unterbein oder Unterschenkel. Und man sagt, dass man die trennt oder separiert. Das heißt, die sind dann jeweils ein starrer Körper. Die werden jeweils als ein starrer Körper dargestellt. Und was uns und diese Art und Weise nennt man auch Free Body Diagram, FDP, FBD, Entschuldigung. Und anhand von dieser Unterteilung kann man dann beispielsweise die Drehmomente, also die im Sprunggelenk beziehungsweise im Knie hier, aufgrund der Interaktion hier vom Fuß mit dem Unterschenkel beziehungsweise Unterschenkel mit dem Oberschenkel. Natürlich die Ursache ist die Kraft, die am Boden auftritt unter dem Gewicht einer Person. Das heißt, diese Drehmomente kann man berechnen. Und natürlich wissen wir, dass wir bei solchen Systemen immer wechselwirkende Kräfte auf die unterschiedlichen Segmente haben. Das heißt, wir haben eine Kraft, zum Beispiel Bodenreaktionskraft, was auf den Fuß einwirkt und die hat irgendeine Wirkung, einen Moment natürlich hier im Sprunggelenk, aber auch eine Kraft, die auf dem Unterschenkel oder Unterbein hier einwirkt und die Kräfte hier im Unterbein, die verursachen hier Drehmoment im Knie und natürlich haben irgendwelche Kräfte, die auf das Oberschenkel einwirken. So, wie funktioniert das Ganze? Also ziemlich einfach, wie man hier sieht. Man unterteilt so dieses Modell, dieses Diagramm so, dass die einzelnen Körpersegmente hier als rigiden Körper betrachtet werden. Und die Interaktion der Segmente mit deren Nachbarn oder mit der Umgebung, die wird repräsentiert durch Kräfte. Ja, also das ist zum Beispiel die Kraft, die aufgrund der Interaktion vom Fuß mit dem Boden auf die Hüfte hier einwirkt und natürlich auch ein Drehmoment. Also Drehmomente wollen wir mit M bezeichnen und die Kräfte wollen wir mit R hier bezeichnen. Könnte man eigentlich F nehmen, weil man Kraft immer als F hier fällt mir gerade ein. Ja. So, aber genau. Und da sieht man, wenn man jetzt hier einen Unterschenkel hat, dann hat man ein Segment für den Fuß, ein Segment für das Unterschenkel hier. Wenn man die untere Extremität hat, dann hat man ein Segment für den Fuß, hat man ein Segment für Unterbein, ein Segment für Oberbein. Ja, das sind die drei unterschiedlichen Segmente, die man hier hat.
So, und wie geht man weiter? Naja, wir haben irgendeine Reaktionskraft, das ist die einzige momentan, die anders ist. Also das ist die externe Kraft, die auf dem System einwirkt, und zwar die Reaktion mit dem Boden. Und diese Kraft, wie ich bereits vorher erwähnt habe, die wirkt hier am Fuß, verursacht hier eine Reaktionskraft hier auf dem, auf das Unterschenkelsegment und auch ein Drehmoment im Sprunggelenk. Und dieses Drehmoment im Sprunggelenk natürlich verursacht jetzt entsprechende Kräfte und Drehmomente auf das Unterbein hier oder Unterschenkel, die mit RK und MK hier dargestellt werden. Und natürlich hier die Wirkung der Kraft RA auf dem Unterschenkel verursacht ein MA, ja, und versucht ein MK, also ein Drehmoment auf dem, im Kniegelenk in die Richtung. Und natürlich die, ein entgegengesetztes Drehmoment wirkt dann vom Oberschenkel auf dem Unterschenkel. Ja? Und diese Wechselseitigkeit, die haben wir eigentlich an jeder Stelle, wo wir abgeschnitten haben. So, und wir wissen ja aus der Physik, dass diese Kräfte und Momente auf beiden Seiten gleich sein müssen, aber in unterschiedlichen Richtungen einwirken. So, was wir gerade machen, ist nichts anderes eigentlich als so die Berechnung von der inversen Dynamik. Ja? Also aus der Robotik 1 Vorlesung wissen wir, die dynamischen Gleichungen eines Systems, wenn ich die externe Kräfte habe und ich will ja die Drehmomente in den Gelenken berechnen, dann ist das ja meine inverse Dynamik. Und da sieht man hier Beispiel, wie wir also die Kräfte und Momente im Sprunggelenk hier berechnen. Das heißt, wir haben ja ein Gewicht vom Fuß, ja, wir betrachten nur ein Segment und zwar hier den Fuß. Ein Gewicht, wenn der Fuß M wiegt, dann haben wir die Kraft, die aufgrund von diesem Gewicht einwirkt, das ist M mal G, ja. Und natürlich betrachten wir oder nehmen wir an, dass diese Kraft hier im Massenschwerpunkt einwirkt. Die Grundreaktionskraft, also Bodenreaktionskraft, ist F, ja. Und dieses F wirkt immer in dem Center of Pressure, also nennt man auch CUP, ja, also wirklich wo der Druck auf dem Boden, also auf der Kontaktfläche zwischen Fuß und Boden am größten ist. Ja? Also Center of Pressure, sehr bekannt als ein wichtiges Parameter hier im Bereich Laufen, wenn man über das Laufen reden. So, dann haben wir die Reaktionskraft im Knie, im Sprunggelenk RA. Die wirkt natürlich auf dem Sprunggelenk, ja, wo wir natürlich, wie wir gesehen haben, das Ganze voneinander getrennt haben. Also es separiert jetzt hier von dem Rest vom Unterbein. Und was man hier für diese Analyse machen kann, man kann die Kräfte und Momente, die Kräfte F und RA, kann man sie ersetzen durch deren X- und Y-Komponenten. Also wir betrachten jetzt Laufen hier nur in dieser sagittalen Ebene. Das heißt, wir können ja F durch Fx und Fy ersetzen. So, und wenn wir das hier machen, dann haben wir hier Fx und Fy, Rx und Ry. Und dann können wir mit dem newtonschen Gesetz hier F ist gleich M mal A, das kennen wir alle, können wir Folgendes schreiben. Für die horizontalen Kräfte, die auf dem Fuß einwirken, haben wir natürlich die Kraft Fx plus die Kraft Rx und das ist natürlich gleich M mal Beschleunigung in X-Richtung. Die vertikalen Kräfte, das ist Fa, Fy plus Ry, die wirken nach oben und entgegengesetzt dazu ist die Schwerkraft, ja, also M mal G, deshalb minus M mal G und das ist gleich die Masse M mal der Beschleunigung in der Bewegung in die Y-Richtung. So, das heißt, die Kräfte, die wir haben hier im Sprunggelenk, und das ist, was uns interessiert, Kräfte und Momente im Sprunggelenk, ergeben sich aus diesen beiden Gleichungen. Also Rx ist gleich M mal
ax minus fx und r y, wir bringen alles auf, der, auf die rechte Seite, ist m mal a y minus f y plus mg. Und natürlich, wenn wir stehen, also wenn sich nichts bewegt, dann wissen wir, dass die Beschleunigung 0 ist, also und zwar in beiden Richtungen. Und da weiß man hier, also wenn das 0 ist und das 0 ist, dann haben wir wirklich die Verhältnisse, die wir ja kennen, durch Einsetzen in den Gleichungen oder die so intuitiv sind. So, die Bewegungen der Gleichungen, also die Gleichungen für die Drehmomente, die kann man auf ähnliche Art und Weise, also wir wissen, F ist gleich M mal Beschleunigung. Wenn es um Drehmomente geht, dann ist M ein Drehmoment, ist nichts anderes als der Massenträgheitsmoment. Das Massenträgheitsmoment, also statt Masse bei Newton, M mal A, haben wir hier Massenträgheitsmoment und mit der Winkelbeschleunigung von dem Gelenk. Also statt der normalen Beschleunigung A haben wir Alpha. Und was uns interessiert, ist natürlich hier die Beschleunigung im Sprunggelenk, wie wir bereits erwähnt haben, und zwar die Beschleunigung um den Massenschwerpunkt. Und wir wissen, dass ein Drehmoment nichts anderes als Kraft mal Hebelarm. Kraft ist F und Hebelarm hier wollen wir mit L bezeichnen. Und man muss natürlich, genauso wie bei den Kräften, die unterschiedlichen Richtungen berücksichtigen. Wir wollen hier die rechte Handregel benutzen. Das heißt, wenn das hier die Kraft, unser Zeigefinger und das, der Hebelarm ist unser Daumen, dann ist die Drehung gegen Uhrzeigersinn um die andere, um den dritten Finger hier ein positives Drehmoment. Ja, also das heißt hier, wenn wir solche Verhältnisse haben, dann haben wir hier M positiv, beziehungsweise in solcher Situation haben wir M negativ. Ja, also das heißt hier, das wirkt entgegen eigentlich dieser Regel und deshalb negativ. So, nun gehen wir mal weiter. Und zwar, wir können natürlich hier die Hebelarme einzeichnen. Natürlich Hebelarm für x entlang der x-Achse ist Lx und für y entlang der y-Achse ist Ly. Und die Hebelarme, also die vertikalen Abstände entlang der Achsen x und y, vom Sprunggelenk zum Massenschwerpunkt sind dann mit Rx und Ry hier gekennzeichnet. So, okay, jemand hat Probleme mit seinem Zoom-Rechner, aber das sollte ja er oder sie selber in den Griff kriegen an der Stelle. So, kann ich leider nicht helfen an der Stelle. So, das heißt, wenn wir das hier haben, dann können wir natürlich die Bezeichnung, die Beziehungen hier schreiben, aufschreiben. Die sind natürlich klar. Wir wollen ja das Drehmoment MA, ja, MA, und zwar ist es zunächst mal eine FY und FY, der Hebelarm von FY ist natürlich LX, wie wir wissen. Dann haben wir die Kraft FX und wirkt auf dem Massenschwerpunkt hier mit dem Hebelarm LY, also wohlgemerkt. Und das Gleiche machen wir für die anderen. Ja? Also Fx mit dem Hebelarm Rx mit dem Hebelarm Ry und Ry mit dem Hebelarm klein Rx. Ja? Und wenn man das alles hier aufschreibt, dann kommt hier, dass dieses Moment, was tatsächlich aufgrund der Reaktionskraft und so weiter und so fort einwirkt, plus die Momente, die ich gerade erwähnt habe, also Fy mit Lx und dann Fx mit Ly, ja, weil wirkt entlang von diesem hier, minus die anderen, weil die wirken ja in die andere Richtung, ja, das sind hier Kräfte und Momente, die wirken hier
in die Richtung auf dem Massenschwerpunkt und die anderen, die wirken in der entgegengesetzten Richtung. Deshalb hier die Minuszeichen ist gleich J mal Alpha. Also Massenträgheitsmoment mal Winkelbeschleunigung im Sprunggelenk. Wenn wir jetzt alles auf eine Seite bringen, dann sehen wir MA, also das Drehmoment, was uns interessiert, ist gleich das hier. Also das ist eine einfache Umformung. Und das ist nochmal hier, wie diese Beziehungen zustande kommen. Also wir wissen natürlich, hier haben wir ein Foden-Term hier, LXFY, haben wir ein Plus, ein positives Drehmoment. Hier haben wir auch ein positives Drehmoment. Hier haben wir ein negatives Drehmoment und hier haben wir auch ein negatives Drehmoment. Das haben wir aber vorher alles schon erklärt. Okay, das sind nach wie vor irgendwelche Meldungen im Chat, die mit dem Firefox-Browser zu tun haben. Okay, gut, wenn wir das hier gemacht haben, dann können wir, wie gesagt, hier dieses Drehmoment am Sprunggelenk, Ankel hier berechnen. Und natürlich brauchen wir irgendwelche Informationen. Das heißt, wir haben alles hier, was so methodisch verlangt ist. Wir brauchen nur die Werte, ja, wie zum Beispiel die Kraft, in welche Richtung, wie groß ist die Masse vom Fuß, die jeweiligen Beschleunigungen, beziehungsweise diese Hebelarme LX, LY, RX, RY. Und wenn wir das haben, dann können wir natürlich hier diese Werte einsetzen. Und wie man sieht, auf das Drehmoment hier im Sprunggelenk kommen. Und zwar, das ist das Drehmoment, was auf dem Sprunggelenk einwirkt aufgrund von einer Bodenreaktionskraft mit den Komponenten 0 und 700 Newton. Ja? So, und was machen wir jetzt damit? Also das ist nur eigentlich das Drehmoment im Sprunggelenk. Und das Drehmoment im Sprunggelenk haben wir berechnet anhand von dieser externen Kraft hier. Und das ist tatsächlich, was diese Newton-Euler-Methoden, für diejenigen, die in Robotik 1 waren, machen. Das heißt, man nehme diese externe Kraft, die einwirkt, in dem Fall hier auf dem Fuß, berechnet man die Drehmomente auf dem Gelenk und diese Drehmomente auf dem Gelenk werden verwendet, um die Drehmomente auf das nächste Gelenk zu berechnen. Und das machen wir auch hier. Ja, das heißt, wir haben ja unser System, was wir vorher kennengelernt haben, wir haben das zerlegt, also in die unterschiedlichen Segmente. Und hier haben wir die Masse M war bis jetzt vor dem Fuß, das ist Masse vor Unterschenkel, das ist Masse vor Oberschenkel. Ja? Und wir machen alle diese Betrachtungen, die wir gemacht haben, auch für Knie und für Hüftgelenke. Das heißt, die Werte, die wir hier vorher berechnet haben, die werden wir nutzen. Also die Werte, die wir berechnet haben vor Sprunggelenk, nutzen wir, um die Kräfte und Momente im Knie zu berechnen. Und diese Werte nutzen wir wiederum, um die Kräfte und Momente in der Hüfte zu berechnen. Genau, ich glaube, das ist ein einfaches Beispiel, wo man sieht, dass man tatsächlich hier mit Hilfe von Methoden der Inversen Dynamik, also jetzt hier nach Newton-Euler mehr oder weniger oder nach diesem Free-Body-Diagramm, wie das bei Winter genannt ist, die Kräfte und Momente in den einzelnen Gelenken berechnen kann, wenn man die extern einwirkende Kraft hat. In dem Fall war es jetzt hier die Bodenreaktionskraft F. So, ganz kurz die Zusammenfassung für diesen Teil der Vorlesung. Ja, also zum Thema Anatomie, das heißt, wir haben jetzt die Terminologien gesehen, kennengelernt, wir haben die Gelenke und die wichtigen Muskeln im Körper auch kennengelernt. Und wir wissen jetzt, wie man Drehmomente und Kräfte in den einzelnen Gelenken berechnet. Da hatten wir auch das Beispiel letztes Mal hier, vereinfachtes Beispiel für die Berechnung des Drehmoments, was
an der Scheibe L5 im Rücken hier auftritt, wenn man dieses Objekt mal hochhebt. Und dann haben wir festgestellt, ja, ist naheliegend eigentlich, dass man dieses Moment reduzieren kann, wenn man das Objekt näher zum Körper hochhebt. Und heute haben wir das Ganze hier abgeschlossen und haben wir gesehen, dass wir diese Prinzipien auch auf die Berechnung von Kräften und Momenten in allen Gelenken, zum Beispiel der unteren Extremität, hier machen können. Beispiel für die obere Extremität hatten wir auch hier gesehen. So, wo geht es jetzt weiter? Oder wie geht es jetzt weiter, wenn ich hier dieses Chat, ich bitte euch, bitte keine Chat zu euren Problemen jetzt mit dem Browser hier, weil das ist jetzt nicht die erste Vorlesung. Und ihr sollt mich nicht, weil ich gucke ja, was das Problem ist, da sehe ich auch eine bekannte Person, die hier eigentlich immer da ist und die versucht gerade auch Lösungen vorzuschlagen. Okay, wir verlassen das Thema und gehen zu einem wichtigen und hochspannenden Unterthema, was auch für die Entwicklung von Exoskelette der unteren Extremität von großer Bedeutung ist, ja, also und zwar nicht zum Greifen und Manipulation, sondern zur Lokomotion und zum Gehzyklus, also Laufzyklus beim Menschen. Und vielleicht insbesondere die Sportler unter euch, die haben sich wahrscheinlich oft genug mit dem Thema hier beschäftigt und die wissen, was man mit dem Laufzyklus meint. Ja, das ist eigentlich dieses Diagramm, was beschreibt, wie wir tatsächlich laufen. Und zwar nicht rennen, sondern wirklich laufen. Das heißt, man sieht hier, das ist der Laufzyklus für das rechte Bein. Ganz unten, Zyklus für das rechte Bein. Und das fängt, der fängt damit an, dass wir den Boden mit der Ferse des rechten Beins hier bei Null berühren. Und am Ende hier nochmal den Boden mit der rechten Ferse berühren. Und da sieht man, was dazwischen eigentlich das rechte Bein macht. Ja? Ich meine, wenn wir den Boden mit der Ferse berühren, dann irgendwann mal kommt der Fuß auf den Boden, berührt ungefähr den Boden und ungefähr hier bei 30% wissen wir, dass wir das komplette Gewicht auf dem rechten Bein hier verlagern. Dann sieht man hier, dass das linke Bein hier sich nach vorne bewegt und das rechte Bein anfängt hier wieder sich hochzuheben. Und das ist gerade, wo das linke Bein den Boden berührt, also die Ferse vom linken Bein der Boden berührt, dann sind wir eigentlich in der Mitte von diesem Laufzyklus. Ja? Und dann geht es weiter, betrachten wir nur das rechte Bein oder den rechten Fuß. Wenn er hier abhebt, dann ist er irgendwo in der Luft und schwingt eigentlich hier in der Luft, bleibt in der Luft hier bis zum nächsten Kontakt der Ferse von diesem rechten Bein mit dem Boden. So, und das klingt jetzt alles eigentlich ziemlich einfach und banal, aber da steckt so viel Information in diesem Diagramm, was man so nicht glaubt. Und da sieht man hier, das ist Zyklus. Und wie ich bereits erwähnt habe, der rechte Bein schwingt oder in der Luft oder hängt in der Luft eigentlich in dieser Phase. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Ereignis, wo das rechte Bein hier anfängt hochzuheben, also bei 60% von diesem Laufzyklus, da endet die sogenannte Standphase. Standphase, also wo tatsächlich der rechte Bein in Kontakt mit dem Boden ist. Ja, bleibt in Kontakt mit dem Boden und bei 60%, wenn die Zehe vom rechten Bein den Boden verlassen, dann endet diese sogenannte Standphase und fängt die sogenannte Schwungphase. Ja, das heißt, wir haben jetzt den Gehzyklus insgesamt und wir sehen, dass zunächst mal dieser Laufzyklus in zwei Hauptphasen unterteilt wird. Und zwar die erste Phase ist die Standphase. Immer wenn der Fuß, in dem Fall hier in dem Diagramm der rechte Fuß, Kontakt mit dem Boden hat, egal mit der Ferse oder mit den Zehen. Also wenn man hier den Fuß gerade auf dem Boden tut, also gerade auf dem Boden tut, bis zu dem Punkt, ich kann jetzt meinen Fuß nicht auf dem Tisch tun, bis zu dem Punkt, wo die Zehen den Boden verlassen.
und wo dann diese Schwungphase anfängt. Und man sieht hier auf der obersten Ebene, dass wir wichtige Ereignisse haben. Eigentlich, wenn man jetzt diesen Laufzyklus studieren will, dann muss man diese Ereignisse detektieren. Ihr könnt euch vorstellen, natürlich, dass das Ganze hier skaliert auf 100% von dem Laufzyklus, aber die Schrittgröße und so weiter, die hängt von der Größe der Person, von der Geschwindigkeit, mit der die Person läuft und so weiter und so fort. Aber was ganz wichtig sind, diese Events, Ereignisse, also Initialkontakt vom rechten Fuß mit dem Boden. Bei 10% sieht man, dass die Zehen vom linken Bein eigentlich den Boden verlassen, also opposite toe off. Hier bei 30% sieht man, dass wir eigentlich komplett das ganze Gewicht hier vom Körper auf diesem rechten Bein haben. Bei 50%, wo der rechte Fuß die Hälfte der Arbeit gemacht hat, das heißt, der linke Fuß fängt an, den Boden zu berühren, genau wie hier bei 0%, und wiederholt sich das Ganze. Ja, also mit Toe-off hier vom rechten Bein, dann dann die Verlagerung des gesamten Gewichts auf dem linken Bein hier. Dann wiederum die Vorbereitung, um mit dem rechten Bein hier auf den Boden zu kommen und so weiter und so fort. Also wir haben 8 Ereignisse, die hier dargestellt sind, die diesen Laufzyklus in 7 Perioden unterteilen. Ja, also das ist ja, also wo man anfängt praktisch hier diesen Antwort. Okay, jetzt kriege ich eine Meldung hier, dass meine Internetverbindung nicht stabil ist. Hallo? Könnt ihr mich noch hören? Ja. Okay, danke, 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 danke. Okay, aber ich schaue, was ich machen kann. Ja. Ja, so alles mal hier diese 5, 10 Minuten zu diesem Diagramm mal einmal kapiert hat, dann glaube ich, braucht ihr den Rest der Folien nicht mehr anzugucken. Weil da steht genau drauf, was ich gerade erkläre. Also wir haben 8 Ereignisse hier und die unterteilen das Ganze in diese unterschiedlichen Perioden. Das ist die anfängliche Standphase, die mittlere Standphase und die Ende von der Standphase hier, die ersten 3. Und hier das Gleiche ist für die Schwungphase. Ja, also Pre-Swing, Initial Swing, Mid-Swing und Terminal Swing, wie das Ganze hier dargestellt ist. Und dann unterscheidet man hier diese Tasks, wo man sagt Weight Acceptance, ja, also Gewicht praktisch Annahme, dass das Gewicht tatsächlich auf diesem Fuß kommt. Und dann sieht man hier ab dem Zeitpunkt, wo natürlich die Zehen vom linken Bein den Boden verlassen, bis hierher, bis der linke Fuß oder die Ferse vom linken Fuß wieder den Boden berührt, haben wir eine Single Support Phase. Das heißt, wir stehen nur auf einem Bein. Ja, eine Single Support Phase. Ja, und hier, wo tatsächlich dieses Bein, also dieses Limb oder Extremität dann sich nach vorne bewegt durch diese Schwungphase. So, das heißt, das Ganze ist hier normiert auf 100%, die gesamte Länge von dem Laufzyklus. Wir haben 2 Phasen, die Standphase und die Schwungphase. Wir haben 8 Ereignisse, die diesen Laufzyklus in 7 unterschiedlichen Perioden. Die Hauptperioden sind praktisch die Standphase, wie man sieht hier.
und die Schwungphase. Und nochmal die Tasks hier, insbesondere Single Support und Limp Advancement. Ja? So, jetzt gucken wir uns ein paar weitere Details an. Normalerweise läuft man ja hier mit einer Laufgeschwindigkeit von 1,37 Meter pro Sekunde und mit einem Anzahl von Schritten pro Sekunde 1,87. Das sind natürlich alle Werte, die statistisch hier aus der Literatur entnommen sind. Und die durchschnittliche Schrittlänge beim Laufen, ja, liegt bei 0,72. Das ist natürlich sehr personenabhängig. Das kann man jetzt nicht so als absolute Werte annehmen. Wie gesagt, hängt von der Größe der Person ab, natürlich. Das kennt ihr, das brauche ich jetzt hier an der Stelle nicht zu vertiefen. Ein paar Definitionen. Der Gehzyklus, also der Laufzyklus, ist die Periode, die zeitliche Periode, also vom initialen Kontakt eines Fußes zum nächsten Kontakt des gleichen Fußes mit dem Boden. Ja, das vom initialen Kontakt der rechten Ferse mit dem Boden bis zum nächsten Kontakt der rechten Ferse mit dem Boden. Und das ist die Zeit, also die Dauer, die tatsächlich benötigt wird, um von 0 auf 100 zu kommen. Dann gibt es das, was man Gehstride nennt. Das ist tatsächlich die Distanz. Also wirklich, wie viel Meter hat man von hier bis da? Ja, von dem ersten Kontakt von der Ferse des rechten Fußes mit dem Boden bis zum nächsten Kontakt der Ferse des rechten Fußes mit dem Boden. Wie weit ist das? Und da sieht man eigentlich ganz einfach, dass es zweimal die Schrittlänge ist. Ja, weil wir machen etwas mit dem linken Fuß und wir machen auch etwas mit dem rechten Fuß und das nennen wir, jetzt habt ihr mich verloren. Jetzt bin ich wieder da, glaube ich. Okay. Genau. Das heißt, das ist die Distanz und diese Distanz ist zweimal die Schrittlänge. Also die Länge dann von einem Stride. Ich nenne das auch Stride, weil auf Deutsch kann man das eigentlich Schritt und Stride wird im Englischen unterschieden. Ja, das ist eine Schrittlänge, was wir vom linken und rechten und das Gesamte hier ist ein Stride. Das heißt, die Länge ist dann zwischen, wie ich bereits erwähnt habe, und zwei Kontakten von der Ferse, vom rechten Fuß oder vom linken Fuß mit dem Boden und die ist zweimal so groß wie die Schrittlänge. Die Phasen und die Tasks haben wir bereits erwähnt, also die Stand- und die Schwungphase. Das heißt, das ist auch, die zwei Phasen sind voneinander durch diese Toe-off, ja, also wenn die Zehen vom rechten Fuß hier in dem Diagramm den Boden verlassen, das ist das Ereignis, was für uns die Grenze zwischen Stand- und Schwungphase definiert. Single Support spricht man davon, man spricht von Single Support, wenn nur ein Fuß mit dem Boden in Berührung ist, beziehungsweise das ganze Gewicht eigentlich auf diesem Fuß liegt und Double Support, wenn beide Füße Kontakt mit dem Boden haben. Und je schneller man läuft, desto kürzer wird diese Dauer der Double Support Phase. Ja? Das heißt, wenn wir rennen, dann ist natürlich, haben wir wenn wir rennen, dann haben wir keine Double Support Phase, weil haben kein, da sind nicht beide Füße gleichzeitig auf dem Boden. So, und dann gibt es ein paar Definitionen hier. Man kennt die Werte vielleicht Kadenz, Anzahl der Schritte pro Minute, normalerweise so 100 bis 115 Schritte pro Minute beim Laufen. Und wenn man diese Kadenz hier in Stride pro Sekunde berechnen will, dann nimmt man natürlich die Kadenz pro Minute, weil die sind die Anzahl der Schritte pro Minute.
und dividiert man durch 60, damit wir das pro Sekunde bekommen. Und wir wissen, ein Strat ist zweimal Steps, also zweimal Schrittlänge, deshalb durch 60 mal 2 und kommt man hier auf diesen Wert. Also wenn die Kadenz ist 80 Schritte pro Minute ist, dann wissen wir, wir haben 0,67 Strat pro Sekunde. Und diese Parameter, die variieren, wie ich bereits erwähnt habe, einmal natürlich die Geschwindigkeit, Kadenz oder die Stridlänge, auch inter-subject abhängig, zum Beispiel bei Männern, aber auch bei Frauen und Kindern, da kann man natürlich vieles zu dem Thema sagen, aber das sind jetzt keine konstanten Werte, die man jetzt irgendwie auswendig lernen soll. Man sollte nur wissen, dass tatsächlich diese Parameter zwischen Menschen unterschiedlich sind. Jetzt kommen die Key-Ereignisse, also die Schlüsselereignisse, die tatsächlich diese Phasen bzw. Perioden hier unterteilen oder den Laufzyklus in diese 7 Perioden unterteilen, die sind wichtig und die haben sogar einen Namen, diese Ereignisse. Die heißen Temporal Spatial Parameters. Das heißt zeitlich-räumliche Parameter, die den Laufzyklus charakterisieren. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man anhand von diesen Parametern fast Menschen erkennen kann. Das heißt, wenn ich die TSP von einer Person habe oder lerne, dann kann ich diese Person anhand von diesem Parameter oder Satz von Parameter erkennen. Und die werden tatsächlich in der Biomechanik, aber auch in der Aktivitätenerkennung benutzt. Das heißt zum Beispiel einige Applikationen hier, dass man sie normalisiert und Laufen von Menschen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten miteinander zu vergleichen. Oder für Monitoring-Aufgaben, um zu sehen, wie effizient ist die Therapie bei einer Person. Ja, also natürlich, wenn man solche Störungen beim Laufen hat, dann variieren diese Parameter. Also dann ist das jetzt nicht bei 10%, sondern bei 17 und das ist hier vielleicht bei 40 oder bei 30 und so weiter und so fort. Und anhand von diesen Abweichungen kann man vieles darüber sagen, wie gesund läuft ein Mensch, beziehungsweise wie effizient läuft gerade die Therapie von einer Person, die das Laufen wieder lernen soll. Man kann sie auch benutzen, um den Level von Behinderung zum Beispiel zu quantifizieren. Ja? Also, dass man sagt, okay, wie beschränkt ist diese Person beim Laufen? Ganz wichtig und aktuell wird tatsächlich daran geforscht, wie man anhand von diesen Parametern oder Änderungen der Parametern Sturzrisiken vor allem bei älteren Menschen vorhersagen kann. Ja, also das heißt, anhand von Änderungen dieser Parameter kann man Vorhersagen machen, dass es vielleicht in bestimmten Situationen zu einem Sturz kommt und eventuell dann diesen Sturz mit Hilfe von assistiver Technologien, also Exoskelette beispielsweise, dann verhindern. So, die sind also sehr wichtig, insbesondere für uns im Kontext von Entwicklung von Exoskeletten, um auch zu vergleichen, wie ist eigentlich das Laufverhalten von einer Person mit oder ohne Exoskeletten. Also wie beeinflusst das Tragen eines Exoskeletons das Laufverhalten einer Person? Und natürlich, das sind charakteristische Kenngrößen, die man für solche Untersuchungen verwenden kann. Wie ich bereits erwähnt habe, die variieren in Personen, in einer Gruppe von Personen, also Inter-Subject Variability oder Intra-Subject Variability, das heißt, auch für die gleiche Person können sie unterschiedlich sein. Zum Beispiel, je nachdem, wie man läuft, unterschiedliche Laufstile. Dann die variieren an unterschiedlichen Tagen oder unterschiedliche Zeiten im Tag. Also wenn man jetzt die Analysen einer Recording-Session macht, dann Inter-Session-Variability und Intra-Session-Variability. Das heißt, bei Aufzeichnungen oder Aufnahmen zur gleichen Zeit.
So, nun, wie misst man eigentlich diese Parameter? Wie misst allgemein, wie misst man Bewegungsparameter des Menschen? Wir haben auch vorher gesehen, dass wir Kräfte irgendwie messen wollen, damit wir die Momente in den Gelenken berechnen können. Und warum wollen wir die Momente im Gelenke berechnen? Damit wir vielleicht wissen ja, wie stark müssen wir unsere Exoskelette dimensionieren, um eine bestimmte Unterstützung, zum Beispiel für Sitzen, Aufstehen, für schnelleres Laufen, für Heben von Objekten und so weiter und so fort. Deshalb ist es ganz wichtig, tatsächlich quantitative Parameter über das, was Menschen machen, beziehungsweise was notwendig ist von einem assistiven Robotersystem zu haben. Ja? So, und dazu gibt es natürlich eine ganze Menge von Bewegungserfassungssystemen, auf die ich jetzt hier nicht sehr genau eingehen werde, weil wir haben sie in Robotik 1 behandelt. Die Sportler können Lieder davon singen, glaube ich. Das heißt, wir haben Motion Capture Systeme, um sehr genaue Analysen, also biomechanische Analysen von Laufverhalten, aber auch Greifmanipulationsverhalten, zum Beispiel Systeme von Vicon hier, wo man mehrere Kamerasysteme hier verteilt in einem Raum, wie im Biomotion Center, zum Beispiel am Sportinstitut oder hier bei uns. Und wo man tatsächlich Menschen, die vermarkert sind mit so infrarotreaktiven Marker hier in einer bestimmten Konfiguration am menschlichen Körper, und dann kann man so eine Rekonstruktion von den Gelenken anhand von diesen Markertrajektorien berechnen. Für die Kräfte gibt es Kraftmessplatten, ja, also Kraftmessplatten, die tatsächlich messen, wie stark treten Menschen auf dem Boden, wenn sie laufen. Und ganz wichtig hier bei solchen biomechanischen Analysen, die auch für Design von Exoskeletten, aber auch von humanoiden Robotern, dass man so eine simultane Erfassung von Bewegung und Kräfte. Ja, also einmal sieht man hier in dem Beispiel, der Mensch, der vermarkert ist mit diesem Marker an unterschiedlichen anatomischen Landmarken am Körper, und gleichzeitig hier die Kraftmessplatten, die in dem Boden hier verteilt sind, damit man gleichzeitig misst, wie groß ist die Kraft beispielsweise bei in der Toe-off-Phase oder beim Toe-off-Event. Es gibt auch andere Systeme, zum Beispiel Inertialmesseinheiten, die messen lineare Beschleunigung und Orientierung, also IMUs oder Kraftsensoren, mit denen man natürlich beispielsweise die Interaktion zwischen einem Exoskelett und dem menschlichen Körper misst. Da werden wir beim Design von Exoskeletten der unteren Extremität sehr darauf eingehen. Und auch andere Sensorsysteme, zum Beispiel Elektromyographie, also EMG-Sensoren, mit denen man tatsächlich die Aktionspotenziale, also die Muskelaktivierungspotenziale auch messen kann. Und das sind wie gesagt bekannte Systeme wie IMU, beziehungsweise hier Kraftsensoren, die eine Komponente der Kraft messen. Aber EMG-Signale oder EMG-Sensoren, das werden wir in der Vorlesung Wearable Sensors genauer kennenlernen. Und spätestens aber an der Stelle sieht man eigentlich, warum wir uns ein bisschen so mit den Muskeln und so beschäftigt haben in der letzten Vorlesung, beziehungsweise in diesem Kapitel. Weil nehmen wir mal an, wir wollen ein Exoskelett basierend auf Muskelaktivitäten steuern, da müssen wir natürlich wissen, wo sind eigentlich diese Muskeln im Körper verteilt, wo soll ich die Sensoren am besten verteilen. Und da sieht man hier nochmal dargestellt die wichtigsten Muskeln für die untere Extremität, also für die Hüfte mit den immer Flexoren, Extensoren. Die Namen sind hier angegeben und auch entsprechend hier markiert mit Grün, die für die Hüfte wichtig sind, mit Blau für Knie, also auch wiederum die Flexoren und Extensoren, wie Quadricep zum Beispiel, oder im Sprunggelenk hier die Dorsiflexoren und Plantarflexoren, die wir auch in der letzten Vorlesung angeguckt haben.
Und was man tatsächlich jetzt machen kann und auch macht, es gibt natürlich hier Analysen, die uns sagen, wie die unterschiedlichen Muskeln aktiviert werden in den unterschiedlichen Phasen des Laufzyklus oder während der unterschiedlichen Phasen des Laufzyklus. Da sieht man also hier die Verläufe von den wichtigsten Muskeln, ja, die hier dargestellt sind, und zwar die Verläufe der EMG-Signale, also der Aktivierungssignale dieser Muskeln entlang des Laufzyklus von 0 bis 100. Und da sieht man hier Distanzphase bis 60%, ungefähr 60%, und dann die Schwingphase. Und da sieht man natürlich, das ist so wie ein Fingerprint eigentlich. Das ist so wie eine Signatur, die beschreibt, wie die Muskeln bei einer Person während des Laufens beispielsweise aktiviert werden. Dann könnt ihr euch vorstellen natürlich, dass sowas für therapeutische Anwendungen extrem wichtig ist, aber noch wichtiger für das Design, wenn man jetzt hier nach Designkonzepten oder Prinzipien für Exoskelette sucht, bei denen man vielleicht eine ähnliche Nachbildung oder ähnliche Struktur wie die Art und Weise, wie die Muskeln im menschlichen Körper agieren hat, also für das Design, dann sind diese Verläufe hier nichts anderes als oder wichtig für die Steuerung von so einem System. Also wie soll ich welche Muskeln wann steuern, damit ich überhaupt diesen Bewegungsverhalten oder diesen Laufzyklus realisieren kann. Genau, aber wir werden tiefer in das Thema einsteigen, wenn es darum geht, hier Steuerungen tatsächlich für Exoskelette zu realisieren. Nicht unbedingt jetzt, nicht nur für untere Extremitäten, sondern auch für obere Extremitäten oder auch für Handprothesen oder Exoskelette. So, was uns noch ein bisschen fehlt, wir wissen, wie man das alles berechnet heute, Kräfte und Momente in dem menschlichen Körper, aber die Biomechanik hat auch vieles auf dem Gebiet getan. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt die Welt neu erfinden, sondern wir wissen ja unglaublich viel über Bewegungsabläufe, über biomechanische Parameter beim Laufen beim Menschen. Leider nicht bei komplexeren Aktivitäten. Ja? Also wenn man jetzt hier Laufen und Manipulation, also Laufen und Greifen, Hochheben von einem Objekt, da hat man ja laufzyklusähnlichen Strukturen beziehungsweise Richtlinien nicht. Ja? Also da weiß man wirklich überhaupt nicht, wie. Also fast gar nicht, soweit ich weiß, eigentlich, wie was koordiniert wird und welche Kräfte treten wann und wie miteinander synchronisiert. Im Bein beim Laufen sehen wir, das ist so. Ja, also das ist tatsächlich nachgewiesen. Das ist so, wie der Laufzyklus hier zumindest kinematisch aussieht und wie die Muskeln hier aktiviert werden. Aber wir müssen schauen. Jetzt zunächst mal, was sagt uns die Biomechanik über welche Kräfte und Momente, beziehungsweise welche Bewegungsräume in den einzelnen Achsen des menschlichen Körpers auftreten beim Laufen, weil wir wollen Exoskelette der unteren Extremität des Menschen realisieren. Und deshalb diese Information ist sehr wichtig. Und wir fangen an und wir betrachten immer diesen Laufzyklus. Das heißt, alle Verläufe, die wir jetzt sehen, die zum Thema Kinematik, also Bewegungsraum, Kräfte, Momente, die auftreten, die beziehen sich immer auf den Laufzyklus, auf Gait-Cycle. Ja? Also von 0 bis 100 ist immer dargestellt. Da sehen wir hier exemplarisch der Bewegungsraum vom Knie, ja? Also Kniegelenk, wie das Kniegelenk sich bewegt während dieses Laufzyklus. Ja? Und das sind hier ein paar Kennlinien dargestellt. Die schwarzen Kennlinien sind immer für unterschiedliche Personen, also hier glaube ich fünf Personen.
Und die rote Kennlinie hier, das ist der Mittelwert über alle Personen. Ganz einfach alle Werte hier gemittelt. Und da sieht man eigentlich, dass das Knie kaum was macht, also minimal sich verändert. Da gibt es ja Abweichungen. Manche Leute laufen anders. Also das zum Beispiel das Kniegelenk hat sich ein bisschen verändert. Hier geht er durch Null. Ja. Ich tippe mal drauf, dass es die Kurve ist. Und dann, wie man sieht, hier hat man eine große Abduktion hier bei diesem Übergang von 40 auf 60, fängt an, die Abduktion zu steigen. Und wie man sieht hier, zwischen 60 und 80 oder 90 hat dieses Kniebeugen oder die Abduktion ein Maximum. Ja. So, und das wollen wir jetzt betrachten für die wichtigsten Gelenke. Das war hier Kinematik, also die zeitliche Abhängigkeit der Verläufe der Gelenkwinkel, und zwar in Abhängigkeit oder bezogen, normalisiert auf den Laufzyklus. Das war Knie, und zwar Bewegung im Knie. Gehen wir weiter, und zwar wir fokussieren auf die frontale Ebene, ja. Also die frontale Ebene, das ist die frontale Ebene. Ist das die frontale Ebene oder ist es ein Fehler hier? Das sollte eigentlich sagittale Ebene heißen, ja, weil wir betrachten immer diese 2D-Bewegung, wenn wir auf den Menschen von der Seite gucken. Und da sieht man hier, die Hüfte einmal, nochmal die Verläufe, aber die gemittelten Verläufe jetzt und nicht vor fünf Personen. Die Hüfte während der Standphase und Schwungphase, aber auch hier die Bewegung vom Fuß bzw. Sprunggelenk. Ja. Und da sehen wir hier, dass wir eine Abduktion und Adduktion haben bei der Hüftbewegung. Das sieht man ja hier anhand von den Bildern. Wir vernachlässigen hier die Rotation vom Sprunggelenk. Das Sprunggelenk rotiert auch horizontal in dieser Ebene, sehr klein, aber das vernachlässigen wir und betrachten wir nur die Abduktion. Die Adduktion und Abduktion vom Hüftgelenk während der Standphase und in der Schwungphase und die Abduktion natürlich vom Knie in der Schwungphase haben wir auch gesehen auf der Folie davor und dann die Inversion von dem Fuß. Da sieht man hier, dass dieses Gelenk hier natürlich sich verändert. Ja, der geht hier durch Null an der Stelle ungefähr. Ja, das ist gemittelt, wie gesagt, und nicht vielleicht nicht von dem Bild, was hier dargestellt ist, aber an der Stelle ist es vielleicht null. Ja, aber sehr minimale Änderungen, wie man sieht. Ja, das ist nicht so groß. Das ist alles in Grad hier angegeben, also bis minus 0,2 und dann geht hier bis 6 Grad. Gucken wir mal das Ganze weiter und zwar die Sprunggelenk, wiederum das Ganze unterteilt in der Stand- und Schwungphase und da sind, wie man sieht hier, die Verläufe. Also das sind natürlich wichtige Parameter für das Design, wenn ich jetzt hier ein Exoskeleton mit Kniegelenk realisieren will, dann kann ich mal gucken und schaue, okay, in diesen Studien hier weiß ich eigentlich, dass das Sprunggelenk hier bei Bewegungen in der sagittalen Ebene maximal 10 plus 10 Grad und minus 20 Grad hat. Ja, und beziehungsweise die Hüftbewegung von 30 bis minus 10, beziehungsweise die Kniebewegung, wenn man sieht hier bei ungefähr 0, also 5 Grad bis 60, 70 Grad. Also das sind Räume oder Bewegungsräume, die ich natürlich beim Design oder bei Entwicklung berücksichtigen muss. Und das sind einfache Werte, die kann man natürlich aus Biomechanikbüchern nehmen oder die kann man sehr, sehr personalisiert machen. Die kann man auch sehr personalisiert machen. Das heißt, man kann solche Messungen von einer Person, für die man so ein maßgeschneidertes Exoskeleton entwickeln will, auch aufzeichnen. Ja? Also wie weit vielleicht bewegen sich manche Leute anders und dann sind die Bewegungsräume auch unterschiedlich.
Ich kriege hier eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, die Frage heißt jetzt, warum sind die Kraftsensoren unter kinematischen Folie 80? Warum waren Kraftmessplatten unter kinematische Messmethoden aufgelistet? Tja. Eine gute Frage. Das sind dynamisch, also Kräfte sind dynamisch. Vielleicht der Titel muss man natürlich hier ein bisschen anpassen, aber es geht darum, tatsächlich die unterschiedlichen Sensoren. Danke für die Frage zunächst mal. Und es geht darum, jetzt die unterschiedlichen Messmodalitäten oder Sensoren und Modalitäten, die man von menschlichen Bewegungen messen kann. Genau. Gibt es irgendwelche? Ich schaue mal, ob es weitere Fragen gibt, auf die ich noch eingehen kann. Nein, das sehe ich nicht. Deshalb mache ich weiter. Und zwar, wir haben ja die Kinematik hier betrachtet. Wie ich bereits gesagt habe, das kann man Büchern der Biomechanik oder dieser Vorlesung oder aus dem Neumann-Buch hier entnehmen, oder man kann das tatsächlich an den Personen messen, ja, damit man Intersubject-Variabilitäten natürlich hier berücksichtigt. Und das ist ziemlich einfach. Was viel schwieriger ist, ja, ist tatsächlich die Messung bzw. diese Information über die Kräfte und Momente, die in den Gelenken auftreten. Und das ist, was wir als nächstes hier mal auf ähnliche Art und Weise betrachten wollen. Und zwar, wir betrachten nach wie vor die sagittale Ebene und wir betrachten die Verläufe entlang von diesem Laufzyklus. Ja? Und wir haben heute auch eine Methode kennengelernt, mit der wir tatsächlich ausgehend von Bodenreaktionskraft diese Kräfte und Momente in den unterschiedlichen Gelenken, also mit Methoden der inversen Dynamik, berechnen können. Und man sieht hier wiederum die üblichen Verläufe, da brauche ich nicht drüber zu erzählen, alles normalisiert über den Laufzyklus. Wir gehen von einer Person aus, also beziehungsweise diese Diagramme gehen von einer Person aus, die 100 Kilogramm wiegt. Das heißt, die Momente hier, die sind normalisiert auf das Körpergewicht. Das heißt hier, wenn ich 175 oder 1,75 Newtonmeter pro Kilogramm habe, also minus 1,8, sagen wir mal, minus 1,8 an der Stelle Newtonmeter pro Kilogramm habe, dann bedeutet das eigentlich, das sind 180 Newtonmeter, die im Sprunggelenk des Menschen beim Laufen mit der durchschnittlichen Laufgeschwindigkeit auftreten. 180 Newtonmeter, ja, das ist nicht zu unterschätzen, ja, und gerade an der Stelle merkt man vielleicht, wie genial der Aufbau vom menschlichen Körper ist, ja. Das heißt, 180, während wir am Anfang, wie man sieht, hier minimal brauchen und am Ende auch, weil wir in der Luft sind, ja, in der Schwungphase. Na, haben wir ja gar nichts, überhaupt keine Drehmomente, die tatsächlich jetzt auf diesem Sprunggelenk einwirken, weil der Fuß ja ist vielleicht minimal aufgrund vom eigenen Gewicht des Fußes, ja. Betrachten wir das Ganze für die Hüfte, dann sehen wir natürlich, dass in der Hüfte der Verlauf, und das sind wiederum gemittelte Verläufe, so aussieht. Und da sieht man hier ungefähr minus 1,2, also 120 Newtonmeter bis ungefähr so 90, 80, 100 Newtonmeter. Die treten an der Stelle hier, also in der Mitte und am Anfang natürlich hier. Wenn das Gewicht hier verlagert wird, ja, wenn das Gewicht tatsächlich auf das Bein kommt. Wir haben gesehen das letzte Mal, dass wir, wenn wir stehen, tatsächlich dieses Hüftgelenk, ja, also wo wir diese Gelenkpfanne und Gelenkkopf und Pfanne haben wir gesehen, dass diese Kraft, die auf dem Gelenk einwirkt, 30% vom Körpergewicht beim Stehen, ja.
weil das Körpergewicht wird da verteilt. Und wenn wir nur in eine Richtung betrachten, ist nicht nur 50%, sondern ein bisschen weniger auf das Gelenk, weil es gibt andere Kräfte, die vielleicht in andere Richtungen gehen. Nicht vielleicht, die gehen in andere Richtungen. Und man sieht hier nochmal, dass wir eigentlich hier bis 120 Newtonmeter, ungefähr minus 120, und hier bei 50% wiederum auch viel, also großes Drehmoment auftritt. Und da sieht man auch die Drehmomente, die im Knie auftreten. Ja, also im Knie im ersten Teil, also bis zu minus 50 Newtonmeter und hier bis plus 50 Newtonmeter. Und hier natürlich am Ende viel, viel weniger, weil wir bewegen das Knie ohne irgendwelche Interaktion mit dem Boden. So, das sind ganz wichtige Werte, die man braucht, weil letztendlich müssen wir wissen, welche Motoren oder Antriebe oder Aktoren müssen wir überhaupt verwenden, damit wir eine bestimmte Unterstützung von Menschen erreichen. Unterstützung im Sinne von schneller laufen, sitzen, aufstehen, schwerere Objekte tragen und die manipulieren, wo man auch in einem Exoskeleton sitzt. Und das sind ganz komplexe Zusammenhänge, die hier berücksichtigt werden müssen. Und die Werte hier aus der Literatur, die sind zunächst mal gute Startwerte, mit denen man das Design anfangen kann. Okay, was ganz wichtig ist oder was eine große Rolle beim Laufen tatsächlich spielt, und wir haben gesehen, ohne natürliche Bodenreaktionskraft können wir diese Kräfte im Moment hier im Körper nicht berechnen. Ja, wir haben gesehen bei dieser Methode, die wir zu Beginn der Vorlesung kennengelernt haben, dass wir vom Bodenreaktionskraft anfangen und dann Kräfte im Moment im Sprunggelenk, im Knie, in der Hüfte berechnen. Ja. Natürlich haben wir hier, wie es hier dargestellt, die Bodenreaktionskraft hat auch mehrere Komponenten. Natürlich entgegengesetzt von der normalen Kraft des Körpers. Und es gibt auch eine tangentiale Kraft, die wird verursacht durch die Reibung hier am Boden zwischen Fuß und Boden und was natürlich das Rutschen verhindert. Ja? Also ohne diese tangentiale Kraft würden wir, wenn wir keine tangentiale Kraft haben, dann würden wir hier in dem Beispiel auf Glatteis laufen. Und man kann sich vorstellen, dass man sofort hier fallen würde. So, und da sieht man hier auch wichtig, wie der Bodenreaktionskraft sich verhält während des Laufzyklus. Ja? Das heißt, wir haben nochmal hier den normalisierten Laufzyklus, 100%, und das ist hier der Bodenreaktionskraft für den rechten Fuß und das ist der Bodenreaktionskraft für den linken Fuß. Natürlich immer dort, fängt an dort, wo der Fuß Kontakt mit dem Boden hat und endet dort, wo der Fuß tatsächlich den Boden verlässt, also hier bei 60%. Und hier, man sieht hier diese kleine Überlappung, der linke Fuß bei 50% kommt auf den Boden und steigt die Kraft hier und dann nimmt sie immer diese berühmte M-Form. Ja, also das ist immer eine M, also für die Informatiker, wenn man die fragt, wie sieht die Bodenreaktionskraft beim Laufen, keine Ahnung, aber Sportler, die würden immer sagen, das ist die M. Ja, das ist tatsächlich diese bekannte M und man sieht hier, fängt bei 0 und endet bei 60%, also Ende hier bei diesem, wenn man den Fuß hier wieder hochhebt und entsprechend hier für das linke Bein. Und da sieht man hier weitere Angaben, zum Beispiel von Gelenken im Fuß, im linken und rechten Fuß, die anteriore und posteriore bzw. laterale, mediale Bewegung von den unterschiedlichen am Fußgelenk. Und da sieht man hier, dass dort auch Momente auftreten. Die sind ja nicht so riesig wie in anderen Fällen, wie hier zum Beispiel bei 20 oder bei minus 20. Aber die müssen ja auch berücksichtigt werden, damit man beispielsweise bequem läuft. Beziehungsweise wenn jetzt ein Exoskeleton diese Beweglichkeit nicht erlaubt, dann würde das wie ein unbequemer Fuß eigentlich anfühlen und gar keine Verstärkung für den Menschen bedeuten.
Das Ganze oder was wichtiger Parameter ist hier in dem Kontext, ist auch die Center of Mass, ja, also Massenschwerpunkt. Das ist auch sehr wichtig in der humanoiden Robotik, aber auch in der Analyse von menschlichen Bewegungen. Und das ist nichts anderes als die Summe von allen Massensegmentpunkten, also 1 durch m mit den einzelnen Massensegmentpunkten. Und wenn man jetzt während dieses Laufzyklus den Verlauf von diesem Massenschwerpunkt mal betrachtet, dann sieht man so eine Sinuskurve. Eigentlich sagt man zum Laufen, wenn man jetzt Algorithmen entwickelt für humanoide Roboter, mit denen sie laufen sollen oder sich balancieren, da gibt es die Definition vom Laufen ist ein kontinuierliches Fallen und Aufstehen. Das heißt, man wollte damit tatsächlich ausdrücken, dass dieser Massenschwerpunkt immer hoch und runter geht. Das ist die Trajektorie und da sieht man, da gibt es immer eine Verschiebung zwischen dem, eine vertikale Verschiebung vom Massen, vom Verlauf vom Massenschwerpunkt hier und die ist sehr wichtig und kann natürlich von Stabilisierung oder Balancierungsalgorithmen verwendet werden. Das ist eine sehr einfache Darstellung hier vom Laufen, wie man das so modelliert, kinematisch modelliert als Inverted Pendulum. Wir haben hier der Aufhängepunkt, ist der Kontakt mit dem Boden und unser Massenschwerpunkt, wie man sieht hier, darf nicht weiter hier nach vorne gehen, sonst kippen wir um. Ja? Und tatsächlich, und natürlich diese Trajektorie verändert sich je nach Geschwindigkeit, mit der wir laufen. Und deshalb ist es ein sehr bekanntes Modell, für, was nach wie vor vielleicht zu den am häufigsten oder gängigsten Modellen zur Stabilisierung von humanoiden Robotern verwendet wird. Genau, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, das hat jetzt so einen runden Blick gegeben oder runden Überblick gegeben, warum Gelenke, warum Kräfte und Momente. Ich habe versucht, immer den Bezug zu Exoskelette hier und warum diese Informationen oder diese kinematischen Anatomiebetrachtungen so wichtig sind, weil nach wie vor der Mensch steht wirklich im Zentrum im Zentrum der Forschung, wenn es darum geht, diese Exoskelette zu entwickeln. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Der Mensch ist in diesem Gerät, ja, in diesem Exoskelett, in diesem Roboter. Und deshalb müssen wir so viel wie möglich verstehen, damit wir die beste Unterstützung, die beste Assistenz für den Menschen liefern. Und das bekommen wir nur, indem wir mehr über den menschlichen Körper verstehen. Und zwar wie der menschliche Körper, die Gelenke, und so weiter und so fort bewegen, wo treten Kräfte auf, die vielleicht auftreten sollen oder unterstützt werden sollen und wie sollen wir bei unserem Design es vermeiden, dass bestimmte Kräfte auftreten, weil sie vielleicht zu Unbequemlichkeitsgefühl oder zu irgendwelchen anderen schlimmeren negativen Effekten wie Verletzungen und Ähnliches führen könnten. So, nun wird das Ganze natürlich von irgendeinem Controller, in ganz technischen Worten ausgedrückt, gesteuert. Und dieser Controller, der schickt ja Signale zu diesen Muskeln, um bestimmte Abläufe mal zu realisieren. Und das ist, was wir jetzt als nächstes in diesem Kapitel mal angucken wollen, und zwar das neuromuskuloskeletale System. Und wir haben eine ganze Menge von Muskeln im menschlichen Körper. Also wenn man sie hier, wenn man sieht, hier auf der Folie angegeben 656 Muskeln im menschlichen Körper und diese Muskeln, die haben ja mehrere Funktionen. Die haben Eigenschaften, natürlich kontrahieren sie, die erweitern sich, die sind elastisch, die sind die genialsten Aktoren, die man jemals gebaut hat. Und was machen oder was sind die Funktionen von diesen Muskeln? Die natürlich generieren Kraft, ja, damit ich mal meine Arme bewege, damit ich laufe. Aber die erlauben es uns, dass wir zum Beispiel die Position vom Arm oder vom Bein halten. Die sorgen dafür, dass überhaupt die Gelenke
tatsächlich an bestimmten Stellen bleiben. Also wir haben gesehen, zum Beispiel im Schultergelenk, dass der Kopf vom Oberarmbein gar nicht mal von den Knochen vom Schulterblatt oder Schlüsselblatt umgeben ist oder festgehalten wird durch eine Gelenkpfanne, sondern tatsächlich durch ein Band- und Muskelapparat, was tatsächlich den Oberarmbein, das Oberarmbein an den Körper mal fixiert und uns erlaubt, große Kräfte und Momente aufzubringen. So, also das ist also viele Muskeln, über 600 Muskeln, und diese Muskeln, die werden kontrolliert und die werden auch überwacht vom Nervensystem. Ja, also die generieren, die kontrahieren, damit man sich bewegt in eine bestimmte Richtung aufgrund von irgendwelchen Signalen, die man vom Bewegungsapparat bekommt. Und das sind hier ein paar Sachen zu den Eigenschaften von den Muskeln. Ich glaube, das ist naheliegend, da brauche ich nicht drauf hier einzugehen, sondern ich würde kurz oder direkt hier zum Nervensystem übergehen. Das heißt, wir haben in diesen Muskeln Muskelfaser, und diese Muskelfaser, die werden innerviert, ja, durch Nerven, ja, durch das Nervensystem. Und man unterscheidet hier beim Nervensystem zwischen zwei Hauptteilen. Einmal das zentrale Nervensystem, das alles, was im Gehirn und im Rückenmark, also im Spinal Cord, zu finden ist oder vorhanden ist. Und einmal das periphere Nervensystem. Das sind alle Nerven, die außerhalb vom Rückenmark zu finden sind. Das sind zum Beispiel alle Nervenenden, die wir in der Haut haben, womit wir Schmerz, Temperatur und Druck oder ähnliches, nee, Schmerz empfinden können. Ja? Und wie das Ganze hier aufgebaut ist, beziehungsweise wenn jetzt irgendwelche Steuersignale über diese Muskeln zu den Muskeln verschickt werden sollen, dann erfolgt das über die Nerven, und diese Nerven beziehungsweise über funktionale Einheiten, die man Motoneuronen nennt, und die transformieren jetzt die Information von dem zentralen Nervensystem zum Beispiel zu der Muskelfaser, was angesteuert werden soll. Und das ist, glaube ich, den meisten von euch bekannt. Das ist so eine Nervenzelle. Ja, also das ist der Körper von dieser Zelle. Soma nennt man das auch. Das ist im Rückenmark, und das verlässt irgendwie den Rückenmark an bestimmten Stellen. Ja, und geht, wie man sieht, hier zu anderen Zellen, also zu anderen Neuronen. Das ist ein anderes Neuron. Das sind hier auch Informationen, die praktisch diese Zelle oder dieses Neuron von anderen Neuronen empfängt. Ja. Und dann jedes Neuron hat ein Axon, ja, und das Axon, wie es hier steht, verlässt hier den Rückenmark und bewegt sich hier Richtung Muskel, ja. Und endet eigentlich auf der Muskelfaser, aber an den sogenannten Motorendplatten. Ja, also wie der Name sagt, also das sind motorische Informationen, also Steuersignale, die vom zentralen Nervensystem zu den Muskelfasern geschickt werden. Und diese Signale, die gehen nicht direkt in die Muskelfaser, sondern die enden an einer Platte. Also das ist jetzt hier eine Muskelfaser, und das Signal kommt hier und endet auf einer Platte, einer Motor. Endplatte, so wie ein Kondensator eigentlich. Ja. Das heißt, die Frage ist eigentlich, wie diese Information dann, die in diesen Signalen kodiert ist, an der Muskelfaser übertragen wird. Und das ist also keine direkte physikalische Verbindung, sondern weil die Motorendplatte tatsächlich auf, aber nicht direkt die Muskelfaser berührt. Und also es gibt keinen Kontakt zwischen dieser
Motoendplatte und den Muskelfasern, sondern es gibt einen kleinen Spalt, ja, wie der Abstand zwischen zwei Kondensatorplatten, ja, wie der Abstand zwischen zwei, wie zwei Kondensatorplatten. Und dieses Gap, ja, also dieser Abstand hier, nennt man den synaptischen Gap, ja. Also, das heißt, der synaptische Gap, das heißt, die Information hier, die vom Rückenmark, vom Gehirn, unter Berücksichtigung von anderen Informationen, von anderen Neuronen und so weiter und so fort, die wird hier zu diesen Motoendplatten geschickt hier, die auf der Muskelfaser sitzen und dann bewirken irgendwas in diesem synaptischen Spalt. Und was bewirken sie? Sie müssen ja was bewirken, damit sie die Information wie kontrahiere dich oder dekontrahiere dich zu dem Muskel, ganz salopp ausgedrückt, damit die diese Information transportieren. Und dieser Transport von Informationen erfolgt tatsächlich mit Hilfe von einer chemischen Reaktion. Also ich bringe jetzt nochmal ein MOSFET-Transistor mit dem Kondensator zwischen Gate und Substrat und Drain, ja, und durch die Veränderung von irgendwelchen elektrischen Eigenschaften auf dem Gate, auf dieser Kondensatorplatte oder in dem Dielektrikum hier, erfolgt ein Austausch von Ladungsträger, über den man eine Information, Steuersignale vom Gate an den Transistor beispielsweise schickt, wie Sperry oder Leite. Ja? Ganz ähnliches Prinzip hier, nur hier haben wir es jetzt nicht mit negativen Elektronen oder positiven Löchern wie bei einem MOSFET-Transistor, sondern wir haben es tatsächlich mit Ionen zu tun, also Calcium, Natrium-Ionen und so weiter und so fort, die natürlich im Körper vorhanden sind, speziell in diesem synaptischen Spalt. Und wo tatsächlich anhand von dem Signal, was über den Nerv transportiert wird, irgendwelche chemische Reaktionen hier stattfinden, die führen dazu, dass man so eine Art Aktionspotenzial, also es bildet sich eigentlich so eine Art Spannung und was gerade die Information, also was ist das Kommando oder was ist die Information, die vom zentralen Nervensystem an diese Muskelfaser transportiert werden soll. So, das heißt, wenn dieses Aktionspotenzial, der sich dann in diesem Spalt bildet, wenn das die Synapse erreicht, dann ist eine chemische Reaktion und dann findet eine chemische Reaktion statt, die zu einer Kontraktion von dem Muskel führt. So, jetzt wird man sich fragen, nee, wie funktioniert das jetzt? Habe ich jetzt pro Muskelfaser in meinem Körper so ein Nerv, was mir die Information schickt, oder wie wird das organisiert? Wie es hier steht, ein Motoneuron, ja, also der über eine Motoendplatte mit Muskelfasern interagiert über diese Synapse, also kann entweder ein oder mehrere Muskelfasern steuern, wie es hier auf der Folie steht. Und es gibt hier ein Innervation Ratio, ja, das heißt, die gibt an, wie viele Muskelfasern durch ein Neuron von einem einzigen Neuron gesteuert werden. Ja. Wenn dieses Verhältnis kleiner ist, das heißt, wir haben wenige Muskeln, die durch ein Neuron angesteuert wird, wie zum Beispiel ein Neuron steuert nur 10 Muskeln, das ist so der Fall wie bei den Augenmuskeln, ja, dann hat man feinmotorische Fähigkeiten, wo alles sehr genau funktionieren soll und wie man sich das vorstellen kann. Da braucht man dann pro Muskel oder muss man die Muskeln sehr unabhängig voneinander ansteuern und deshalb kann man sich das nicht leisten, dass man sagt, hier ist ein Neuron, der steuert 1600 unterschiedlichen Muskelfasern.
Was der Fall ist bei sogenannten Grossmotorkontroll, also grobimotorische Kontrollaufgaben, ja. Da hat man hier zum Beispiel bei großen Muskeln hier, wo nicht so viel Koordination wie bei Augen- oder Handbewegung beispielsweise oder Gesichtsbewegung, ist auch vielleicht interessant. Wir haben ja ganz am Anfang der Vorlesung motiviert und haben wir gesehen, dass ein Großteil von dem Homunculus, dass die Hand und Gesicht eigentlich überproportionale Bereiche dort belegen. Das ist auch, spiegelt sich auch hier ein bisschen in diesem Innervation Ratio. Das heißt, wir haben ja viele Neuronen, die verantwortlich sind, zum Beispiel für die Generierung von allen Bewegungen im Gesichtsmuskulatur, um Sprache zu generieren, um Emotionen zu generieren. Und wir haben auch vier Regionen im Gehirn oder einen Großbereich im Gehirn, der zuständig ist für Bewegungen der Hand. Und das würde bedeuten auch, dass wir dort bei der Hand, beim Gesicht, dieses kleine Innervation Ratio oder Verhältnis haben. Genau, natürlich die Kräfte, die hier durch einen Muskel generiert werden, die hängen immer davon ab, wie viele Motoneuronen oder Motoreinheiten aktiviert werden. So, und wir werden in der nächsten Vorlesung sehen, dass es auch unterschiedliche Typen von Motor-Units gibt, die für unterschiedliche Aufgaben verantwortlich sind. Für heute will ich die Vorlesung an der Stelle beenden und mich für die Aufmerksamkeit bedanken und euch eine wunderbare, schöne Woche wünschen. Bis nächste Woche. Tschüss.